Du sagst, was war das für ein Scheiß, Mann? Was ist das, Junge? Was ist das? Du hast mich vergiftet! Du hast mich vergiftet, Alter! Junge, du kriegst jetzt richtig aufs Maul, ey. Wie hast du ihn vergiftet? Hast du so einen Trank gebraut? Ja. Alter! Au! Stimmt, okay, au! Au, wie lange geht das noch? Wie lange geht das? Guck eh, da siehst du. Guck, lol, über eine Minute? Dann sterbe ich jetzt ja hier drin, ey. Ist ja behindert. Oh shit, Alter. Max, du kannst. Achso, das bleibt auf meinem Herz dann stehen, oder was? Ich bring dich um. Alter, Max hat auch sonst nichts Besseres zu tun. Wenn ich jetzt irgendwie runterfalle, bin ich instant tot. Jetzt hör auf damit, Max. Bei Dominik ist es witzig, bei mir nicht. Vor allem, weil ich hier gerade alles schön mache. Denk dir mal lieber was für die Nether-Warzen-Farm aus. Ja, ich weiß nicht, ob wir die auch noch. Ja, mach doch einfach überhaupt mal irgendwas Produktives, ey. Toll, ich sterbe jetzt. Nein, das geht nur auf ein halbes Herz runter. Ist so. Hat Max ja Glück gehabt. Ja, sieht auch noch alles behindert aus, aber zumindest besser als vorher. Naja. Sieht doch mega behindert aus. Noch schlechter geworden, als ich gedacht habe, einfach. Ja, wie haben wir das denn da vorne eigentlich gehabt? Kann man nur so unfähig sein in diesem Alter, halt auch mal den Rand, Mann. Mein Werk kaputt machen und deine Scheiße dahin kommen. Ist mega gut geworden, ey. Nein, ist es nicht, verdammt. Klar. Guckst du doch mal an, ey. Ist gut. Nein. Definitiv. Nein. Dominik, komm mal gerade da runter. Dominik, guck mal. Ich hab da eben Bäume gepflanzt. Der erste Baum, der gewachsen ist. Lol, dieser große da? Ja. Lol, wie stumpf. Aber eigentlich ganz geil da, finde ich. Ja, macht sich da eigentlich ganz gut. Ach, aber trotzdem mega stumpf. Nein, ich hab ein Stück vom Dach abgerissen. Nein. Idiot. Halt doch mal die Fresse, Alter! Dominik, man muss das auch einsehen, wenn man unfähig ist. Junge. Boah, jetzt macht man diesen Scheißturm ordentlich, ey. Sieht zum Kotzen aus. So, das Häuslein sieht jetzt auch behindert aus, aber zumindest schon mal weniger behindert als vorher. Einfach nur grottig, ey. Wir werden hier von Folge zu Folge schlechter. Muss man erstmal hinkriegen, ne? Ja, das muss man natürlich erstmal hinkriegen, das stimmt. Ich persönlich finde, das mit dem Holz ist ja okay bei dem Turm. Abgesehen davon, dass wir das bei jedem anderen Gebäude bisher auch gemacht haben mit diesen Holzbalken in der Ecke. Aber ja, das sieht aber auch einfach verhältnismäßig gut aus, finde ich. Ich wüsste auch nicht, wie man das sonst ordentlich machen soll. Der Querbalken daran geht gar nicht, der dieses Haar dann halt so gestaltet, finde ich. Ja. Wer könnte man das Holz da seitlich machen? Das finde ich sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Dann ist es allerdings immer blöd, wenn dieses seitliche Holz dann auf Holz steht, das vertikal ist. Das sieht immer doof aus dann. Ich würde es einfach ganz rausreißen, persönlich. Ich hätte jetzt das seitliche, hätte ich quasi jetzt, also dann waagerecht da hingelegt und das andere rausgerissen. Dass wir da nicht nochmal diese Querbalken, dass wir nicht diese, ach Mann, die so sind wie Bäume halt, dass wir die nicht haben, sondern nur diese drumrum. So wie so ein Ring quasi. Nee. Obwohl, das sieht doof aus, da wo der Turm einen zurückgeht. Da sieht das behindert aus an den Enden dann. Tja, aber sonst weiß ich auch nicht. Wie machen wir das dann? Irgendwer eine Idee? Wo ist das TNT? Alter, Max. Ich meine einfach diesen Querbalken da wieder raus. Das sieht einfach nur schlimmer aus. Haben wir weniger Bücherregale als vorher? Alter, hatten wir nicht über ein Stack Seelensand? Keine Ahnung. Du hast ja einiges da für die Dingens verbraucht. Für die Nether Watson Farm. Ich hab gerade wieder abgerissen. Nether Watson! 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 Ja, dann füll das bitte auch wieder mit Erde auf. Hatten wir das letztes Mal schon oder hatten wir das nur irgendwann beim Skype-Gespräch einfach nur? Bin mir nicht sicher. Max, hast du schon mal in der Nether-Truhe geguckt? Watson! Nein. Ja, warum? Watson, Jan, Watson! Das ist Grund genug, Junge, ey. Guck da doch erstmal rein, bevor du dich beschwerst, dass wir kein Soul Sand mehr haben. Alter, hab ich mich beschwert? Das war eine scheiß Ver... Ja, ich hab für dich mitgebracht. Scheiß Frage. Danke. Schlägst du mich noch einmal, ne? Schwanne, du bist so tot!
Geht's noch? Irgendwie ist das eine aggressive Folge, Alter. Besser gesagt, mehrere aggressive Folgen. Ja, normal, ne? So, was machen wir denn jetzt? Ich würde raten, mich nicht anzugreifen. Boah, erstmal ein paar Level, ich glaube, ich farme euch erstmal, ey. Ja, ohne Scheiß, wollen wir irgendwie mal irgendwas Größeres zusammen anfangen oder so? Oder seid ihr gerade voll beschäftigt? Mit dir mache ich nichts, ich hasse dich. Jetzt ohne Scheiß, wir könnten mal da oben hier so einen Weg da auf den Berg machen und da irgendwas hinbauen. Oder wir könnten mal wieder in eine Höhle gehen oder so. Oder nochmal in Nether und da mit dieser Lohnfarm anlegen. Da stellen wir doch eh nur. Jo. Jetzt im Henker willst du eine scheiß Lohnfarm machen. Aus was machen wir hier die Seiten von den Weizenfarmen und so und von diesem anderen Zeug? Ignoriere mich halt wieder. Ja, was denn? Wie willst du eine scheiß Lohnfarm machen? Ja, keine Ahnung. Erstmal mache ich dein Feld hier kaputt. Erstmal keine Ahnung haben, das ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einsatz, ja. Ah, ich glaube, ich erkenne sogar, was das hier wird bei dir. In eben most powerful. Bam. Alter. Du Sack, du. Du hast einen Pfeil im Bein. Im Bein? Im Knie? Oh nein, ich sehe es nicht, warte. Oh, it took me out of the knee. Oh, ah. Ja. Willst du mich angreifen oder was? Nein. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Dominik, du weißt, dass du schneller stirbst als ich, ne? Ja, darum höre ich ja auch auf. Jetzt hast du zwei Pfeile im Bein. Echt? Warum schießt du mir immer aufs Bein? Du kannst überhaupt nicht zielen, Alter. Ich schieße die eigentlich auf den Oberkörper, aber die landen irgendwie immer im Bein. Was sagen denn unsere Tiere dazu? Kikeriki, und was sagen die Schafe? Wuff. Ja, so. Die Schafe sagen Bebock. Nein, nicht die Schafe. Bebock? Hallo? Achso, die haben sie. Bebock? Dachte, die hätten sich nicht fort. Na, Herr Schwein? Auf mich zu schlagen, Alter. Der Schwein macht. Kann ich gleich nachmachen? Wie macht man das nach? Ja. Wie macht man so ein scheiß Schweinsgeräusch nach, Mann? So ein Grunzen. Oink? Nein, nicht oink. Ja doch, oink. Eigentlich schon. Oh, shit, hat man das gehört? Was denn? LOL! Epic Kropf. Wie geil ist das denn? Geh da weg, Max! Es wird schon wieder dunkel. Oh ja. Alter, ich brech mir da so bei einen ab, das irgendwie nachzumachen und deins hört sich besser an als die Minecraft-Sounds, ey. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Ich merk's irgendwie. Ein ganz bisschen. Ja. Wir hatten eben gesprochen über. Man kann die Eier gar nicht gegen die Scheibe werfen. Also schon, aber dann gehen die nicht kaputt. Lol, echt nicht? Achso, ich muss dann mit rechtsklick, ne? Achso, ja, doch, ja. Mach das nicht hier drin, nachher spawn ich noch grüner. Oh mein Gott, das wäre ja so fatal. Hätten wir direkt neue Chicken Wings, ey. So. Was nun? Wo kommen die Nether-Warzen hin? Die Nether-Warzen! Warzen! Die Warzen, Mann! Die Warzen! Kommen die bei Pflanzen hin? Würde ich einfach sagen, ja. Nether-Pflanzen, Wayne. Wayne Train! Wir könnten uns, wenn ihr wollt, zu dritt ja mal um diese Plattform da kümmern, wo Jans Farm war. Ja, die Frage ist, was wollen wir da hinbauen? Da könnte man halt so eine Fischerhütte hinmachen, da könnte man... Hört mal bitte nicht alle Tiere, die hier rumlaufen, dann haben wir noch so ein paar Dekotiere. Ja gut, das ergibt Sinn. Also, ja, ich bin eigentlich eher dafür, dass wir wir müssen auf jeden Fall den Turm weiterbauen, weil wir den echt schon lange haben und man kann ja nach da oben mal so einen Weg bauen. Ja, und dieser Weg nach da oben, weil ich den wohl relativ gerne machen würde, wo soll der starten? Da, wo die Brücke ist. Wo an der Brücke ist? Also hier hinten, ja, an welcher Brücke denn? Der. An dieser hier oder gegenüber ja, an der, wo, die Hälfte von der Brücke da? Nee, ich würde schon sagen, da wo du bist. Und dann so einen schnörkelten Weg nach oben, vielleicht eine Wendeltreppe oder sowas, keine Ahnung. Soll ich so einen Rechts-Links-Weg machen irgendwie?
Ja, da nach oben, genau da, wo du gerade hochguckst, da drauf würde ich sagen. Und wie soll ich da oben die Steigung machen? Soll die so halb durch den Berg dann durchgehen oder irgendwie mit Leitern dann oder so? Kein Plan, weiß nicht, überlegst du einfach. Guck, wie es gut aussieht, kann man ja immer noch ändern. Lass uns erstmal schlafen gehen, dann kümmern Max und ich uns um den Turm. Okay, und cool. Du machst dann da diesen. Oh nein, diesen Monster ist nearby. Maxi ist schon wieder in der Nähe, dann können wir nicht schlafen. Hey Max, bist du? Oder sind die bei uns auf dem Dach? Ich bin noch Maxi hier steht bei den Betten, aber wir können nicht schlafen, hier sind Viecher irgendwo. Ja, ich kill gerade den Zombie, wartet. So. Ah, Maxi jetzt kann pennen, das ist gut. Das lass mir gar nicht so. Alter, wer von euch hat jetzt dieses scheiß Bett? Ich hab das nicht. Also, Jan hat das, wenn dann. Junge, was? Also ich hab das echt nicht, Mann. Einer von euch muss das haben. Ich hab's aufgesammelt. Baggin, baggin, Hör auf! Leute, jetzt liegt euch hin vor Flucht. Scheiße, ey. Oh Mann. So, ein Eisen habe ich gefahren von dem Zombie da. Zack. Ach Dominik, genau, du wolltest ja einen Leuchtturm noch aus dem Turm machen, ne? Habe ich ganz vergessen. Naja, mal gucken, ne? Also so den Skill dafür habe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Wäre zwar cool, wenn wir das machen. Also mach jetzt mal. Nein, habe ich überhaupt nicht gesagt, Mann. Wäre halt cool, wenn wir es hinkriegen, aber das wage ich doch fast zu bezweifeln. Warum sind im Essen eine Enderperle, Slimeballs, Gunpowders, Drinks und Wool? Und Spy-Eiders? Das könnte ich gewesen sein, aber ich glaube, ich habe das bei Mobloot reingepackt. Nein, hast du nicht. Oh, dann halt nicht. Junge. Also soll ich den Weg hier mit Slabs hochmachen oder mit Treppenstufen? Guck, wie es besser aussieht. Mit Slabs? Nein, Treppenstufen. Mit Treppenstufen? Nein, doch Slabs. Mit Slabs? Okay, dann Slabs. 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 Kriegst gleich einen Slab. Mit Slabs. Boah, das ist aber mega steil. Das wäre ja so schon schwer genug mit Treppen. Jetzt mit Slabs auch noch. Richtig behindert. Ja, dann mach da halt, Hör auf zu flame und fang an. Bin ja schon dabei, Chef. Immer nur am Rumflame hier, geht gar nicht. Das wird aber echt gar nicht mal so mega einfach, fällt mir gerade auf, weil das ja sogar... Ja, du musst halt im Berg eine Wendeltreppe oder sowas machen. Denk dir was aus, Junge. Sei kreativ. Alter, ich bin nicht kreativ. Ja? Was? Ja. Es wird zwar halt nichts, ne? Hey, bist du zu dumm, dir da was auszudenken, oder was? Ja, ich kann jetzt irgendwas hinzumalen, aber das sieht dann mega behindert aus, letztlich mal. Ja, denk dir doch mal was aus, sei doch mal kreativ. Du ja, bin ich doch jetzt, Alter. Du machst das sogar im Solo-Singleplayer-LP. Ja, das sieht ja auch alles mega behindert aus. So, wenn ich das jetzt so nach links laufen lasse und dann wieder nach rechts und so. Nein, das ist mega behindert. Junge, wie hältst du das im Singleplayer aus? Junge, da baue ich einfach irgendwas, wofür ich nachher nicht geflamed werde. Max, komm, wir lassen uns mal den Turm hier weiterbauen. So, wenn ich jetzt da einfach so hochbaue, passt das halt nicht so ganz. Aber ich könnte da so durch den Berg durch. Mach ich das? Ja, das mache ich. Jetzt weiterbauen. Ja, das mache ich jetzt einfach. Was wir daraus machen sollen. Ja, wir müssen einfach jetzt noch ein bisschen weiterbauen. Hier oben zu dem Alchemie-Ding irgendwie ein bisschen Deko. Hier, ich gebe dir mal die Hälfte der Steine und dann bauen wir hier noch eine erstmal eine Decke drauf, weil Dominik dann hier noch dann ein Dingens drauf rausbaut, einen Leuchtturm. Ja, mal gucken, ne, ob ich das irgendwann jemals hinkriegen sollte. Aber vor allen Dingen könntet ihr ja auch vielleicht gucken, ob wir da nicht irgendwo in diesen Turm mal eine Verjüngung oder so reinmachen könnten. Oder eben so langsam auch diesen Deckel da drauf quasi, also das Dach halt. Ja, das brauchst du denn ja. Hey, ich baue, wenn dann, und das auch nur, wenn ich es irgendwie hinkriegen sollte, da das Redstone-System für so eine Art Lampe rein. Ja, und dafür musst du ja gucken, wie du dann die Verdickung, wie auch immer brauchst. Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber ich bezweifle im Moment noch so ein bisschen, dass ich das hinkriege. Aber kann ich dann nächstes Mal das Fenster noch einhören? Probieren, gut, dann bereite ich das ein bisschen vor. Aber mach das auch so hoch, dass es über alle anderen Sachen rüber steht. Also, dass man das auch von überall erkennt dann. Ja, außer vom Berg aus halt. Ja, ja, klar, schon nicht unbedingt höher als der Berg, der daneben an ist, aber... Wenn jetzt noch eine Kuppel draufkommt, dann geht das schon. Max, gib mir mal die Cleanstones, bitte. Was machst du schon wieder für einen Trank? Max, sie braucht schon wieder irgendwelche schlimmen Tränke, mach uns mal ein bisschen Tränke, die wir gebrauchen können. Ja. Mann, einfach alle auf einmal.
Nein, das wäre ja einfach. Ich hoffe nur, dass das hier einigermaßen aufgeht, ey. Ich jetzt einfach da so reinbuddle. Das soll wohl schon passen. Max, hast du Baumstämme mit? Ja. Eichenholz, Baumstämme. Ja, dann mach das hier oben mal bitte.